Hallo ihr Lieben, hier ist Shanti Manu aus der Shanti Manu Handspinnerei. Gerade läuft die Tour de Vlies 2019 und wie jedes Jahr gibt es für das Team Shanti Manu zu den Bergetappen spezielle Aufgaben, an denen ihr vollkommen freiwillig teilnehmen könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt. Dieses Mal machen wir ein sechsfach verzwirntes Garn. Keine Panik, ihr müsst keine sechs Fäden organisieren, nein, wir tricksen ein bisschen. Wir machen ein Ketten- oder Navajo-verzürntes Sechsfach-Garn und ich zeige euch jetzt, wie das geht, zeige euch ein paar Beispiele, damit ihr eine Vorstellung habt, wie das Ganze aussieht und dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr Bock habt mitzumachen. Hier ist also die Aufgabe, ihr braucht zwei Fäden und am besten ist, ihr spinnt die so dünn, wie es geht. Je dünner die Fäden sind, desto dünner wird natürlich auch das sechsfach verzwirnte Garn. Und wenn ihr zu dicke Fäden habt, dann passen eventuell sechsfach verzwirnt nicht mehr hier durch euren Einzug. Also versucht einfach so dünn zu spinnen, wie es geht, wie ihr könnt. Da ist ja jeder anders und hat jeder andere Voraussetzung. Und ich empfehle euch wirklich zwei Fäden auf zwei Spulen zu spinnen. Theoretisch könntet ihr natürlich auch aus einem Knäuel mit zwei Enden, also einem aus der Mitte hier heraus und einem von außen heraus zwirnen, aber wenn ihr diese beiden Fäden Navajo verzwirnt oder Ketten verzwirnt, dann kann das schon ein ganz schönes Chaos mit dem Knäuel geben. Deswegen, wenn ihr das erste Mal ausprobiert, dann nehmt auf jeden Fall zwei Spulen. Wenn ihr noch nie Ketten oder Navajo gezwirnt habt, also es ist das Gleiche, es sind nur zwei Wörter für das Gleiche, dann probiert es vielleicht erstmal mit einem Faden aus. Vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwie Single-Reste rumliegen oder so, die könnt ihr auch verwenden. Also ihr müsst nicht unbedingt jetzt direkt dafür spinnen. Ich habe jetzt hier zwei unterschiedliche Farben, einfach damit ihr das vielleicht gleich ein bisschen besser sehen könnt, was ich mache. Und jetzt nehme ich wirklich beide Fadenenden zusammen, verbinde die mit meinem Leitfaden. Ich mache dann immer gerne eine Schlaufe in die beiden Fäden, so als würde ich einen Faden Navajo verzwirnen. Eigentlich ist es super easy. Verbinde das Ganze mit meinem Leitfaden und zwar immer so, dass ich auf der einen Seite schon die Schlaufe habe und auf der anderen Seite läuft der Faden zur Spule, beziehungsweise in dem Fall zu beiden Spulen. Jetzt kann ich hier kurz so ein bisschen aufwickeln. Jetzt kann ich von oben reingreifen, die beiden Fäden nehmen, durchziehen. Und jetzt muss ich natürlich immer nur darauf achten, dass beide Fäden wirklich auf der gleichen Spannung sind. Aber dann ist es genauso Kettenzwirnen wie mit einem Faden. Ne? Und man sieht das jetzt auch schon, der ist schön meliert. Meine Fäden sind jetzt schon was älter, die drehen sich so ein bisschen mehr ein. Ich versuche den richtigen Dreil zu finden. Das ist jetzt noch so ein bisschen der Clou. Es kann sein, dass ihr mit weniger Dreil zwirnen müsst, als ihr es sonst gewohnt seid, weil ihr ja quasi mehr Fäden miteinander verdreht. Ne? Und ihr wollt nicht sofort ein überdrehtes Garn haben. Das heißt, dann vielleicht mit der Übersetzung, wenn ihr könnt, ein bisschen runtergehen. Mein kleines Spulenkästchen hier klappert immer so ein bisschen. Oder aber langsamer treten oder mit den Händen versuchen, so ein bisschen schneller zu arbeiten, ne? Damit das nicht direkt total überdreht ist. Jetzt zeige ich euch kurz, wie das bei mir auf der Spule aussieht. Ne? Das wird dann sehr meliert. Und das ist dann ein sechsfädiges Garn, kaum zu glauben. Es kann natürlich mal sein, dass ein Faden sich an einer Stelle einkringelt und der andere Faden an der anderen. Versucht die Ruhe zu bewahren, wirklich immer vorne gut festhalten und dann versuchen, die Schlaufe einfach in sich so ein bisschen auszuziehen. Und dann hängt es natürlich auch so ein bisschen von den Fasern ab, die ihr gesponnen habt, wie leicht sich das Ganze dann trennen und aufziehen lässt. Ich würde es jetzt beim ersten Mal vielleicht nicht unbedingt mit Seide oder so probieren. Und wenn ihr eine gebremste Lazy Kate für eure Spulen habt, kann euch das natürlich auch helfen, dass ihr weniger Knötchen in den Fäden habt.
Also probiert es vielleicht erstmal mit einer Wollsorte aus und nicht mit irgendwelchen super krass feinen Fasern, die sich sehr leicht verknoten. Die Fäden müssen ausreichend dran haben, dass sie diesem Prozedere standhalten, aber andererseits sollten sie auch nicht komplett überdreht sein. Ne? Also von daher versucht da ein gutes Mittelmaß zu finden. Und im Zweifelsfall, wenn ihr die Zeit habt, ihr habt mehrere Tage Zeit für die Challenge. Also falls ihr das im Zuge der Challenge schaut, das Video. Und lasst die Fäden einfach mal über Nacht vielleicht ruhen, damit die sich so ein bisschen beruhigen können. Dann kringeln die sich am nächsten Tag halt nicht mehr ganz so stark ein. Hier nochmal ein paar Garnbeispiele, damit ihr eine Vorstellung davon habt, wie sich die Stärke verändert. Das hier ist ein Zweifachgarn mit der gleichen Single-Stärke wie bei diesem Dreifachgarn. Ja? Das heißt, das Dreifachgarn ist logischerweise ein bisschen dicker als das Zweifachgarn. Jetzt könnte man meinen, dass das Sechsfachgarn vielleicht doppelt so dick ist, wird es aber nicht. Ne? Hier haben wir das Dreifachgarn und hier das Sechsfachgarn. Also das Verhältnis, in dem die Garnstärke wächst, ist fast ähnlich wie von dem Zweifachgarn zu dem Dreifachgarn. Ne? Also es wird nicht monströs viel dicker, trotzdem hängt die Stärke natürlich von den Singles ab. Das ist also die Aufgabe für dieses Jahr. Es ist eigentlich super easy. Wie gesagt, wenn ihr noch nie Navajo verzwirnt habt oder Ketten verzwirnt habt, dann probiert es vielleicht erstmal mit einem Single aus und vielleicht ist das dann auch eure Challenge. Also wenn, ne, jeder sollte sich auch oder sollte die Möglichkeit haben, sich seine eigenen Aufgaben zu stellen. Das Ganze ist kein Zwang, nicht jeder muss die gleichen Aufgaben machen. Wenn ihr also Lust habt, einfach das Navajo verzwirnen zu üben, dann könnt ihr das auch tun und eure Ergebnisse ganz normal im Bilder-Thread der Tour de Fleece posten. In dem Thread für diese Challenge könnt ihr dann eure gesponnenen und verzwirnten Sechsfachgarne posten und ich bin sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Vielleicht probiert ihr ja auch mit Farben zu arbeiten, vielleicht auch mit unterschiedlichen Fadenstärken, das wäre auch interessant. Ne? Ein Faden vielleicht ein bisschen dicker, einer ein bisschen dünner. Vielleicht macht ihr es aber auch ganz klassisch und nehmt einfach nur zwei dünn gesponnene Fäden. Da stehen euch die Möglichkeiten offen, das so ein bisschen zu interpretieren und abzuändern, so dass es für euch auch spannend ist. Wenn es für euch nicht so spannend ist, ist es auch überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, keiner muss mitmachen. Ihr habt eine Woche Zeit und ich freue mich darauf, im Thread zu gucken, was ihr alle so daraus macht und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß bei all euren Spinnereien und freue mich aufs nächste Video und auf den Rest der Tour de Fleece. Bis dahin, eure Shanti. Bye, bye.